ist, dass es um 8 Uhr ein starkes Gewitter im Bereich Van Dansdag-Gunz gegeben hat, dass es einen Blitzeinschlag ins Rotundwerk 2 gegeben hat, was zur Folge hatte, dass es dann zu einem Brandereignis im Bereich des Generators kam, das heißt also im 9. Tiefgeschoss. Das Rotundwerk 2 ist ein Schachtkraftwerk, das also in den Boden hinein etwa 60 Meter geht. Das heißt, die Feuerwehr konnte nur mit schweren Mattenschutz und nur mit einzelnen Teams den Brand bekämpfen. Der Brand ist gelöscht und wir sind jetzt dabei, einen ersten Augenschein durchzuführen, den Bereich abzusichern, einmal mit Statikern und sonstigen Fachleuten einmal auch das Gebäude überprüfen zu lassen und gehen davon aus, dass wir bis wahrscheinlich Mitte nächster Woche Klarheit haben über das Ausmaß der Beschädigung und auch über die Frage, wie diese Schäden repariert werden können, beziehungsweise wie lang das Kraftwerk außer Betrieb